Ich freue mich, heute Morgen hier beim Meerhof zu sein und gleich eine Windkraftanlage von innen und von oben zu erleben. Das ist das erste Mal, dass ich diese Gelegenheit habe und deshalb ein ganz besonderes Ereignis, früh am Montagmorgen bei bestem Wetter und einer grandiosen Aussicht sicherlich etwas hier zu erleben. Es ist ein tolles Erlebnis gewesen, mal von oben auf den Hochsauerlandkreis, auf diese Region zu schauen, aber auch auf sehr viele Windkraftanlagen. Und bin sehr angetan von den Dingen, die ich habe hier sehen können. Hier findet Ausbau statt mit Akzeptanz. Ich habe aber auch erfahren, dass wir im Bereich von Planung und Genehmigung schneller werden müssen, um weitere Windkraftanlagen hier auch entstehen lassen zu können. Windenergie und auch erneuerbare Energien brauchen Akzeptanz. Akzeptanz auch der Bevölkerung vor Ort und wo das im Einklang ist. Nämlich einerseits die Akzeptanz, aber andererseits auch die Möglichkeit, im Bereich von Windenergie, aber auch von Photovoltaik Dinge neu entstehen zu lassen, ist das wichtig, um die Energiewende voranzutreiben. Und wir müssen in diesem Bereich insgesamt besser und schneller werden. Und auf diesen Weg werden wir uns begeben.